in diesem Zimmer. Es hat alles kaputt, was kaputt sein kann. Das Einzige, was hier dann gut war, ist, dass ich zwei Betten hatte. Was war denn kaputt? Angefangen halt bei warmem Wasser, über halt die Klimaanlage. Boah, das hatten wir alles. Hättest du mal lieber das andere Zimmer genommen. Ich hab schon überlegt, dann ist das Bett hier richtig unbequem. Wie gesagt, das einzig Gute ist, dass ich zwei von diesen Betten hatte. Sonst hättet ihr ja zwei. Ah, und Spülung geht nicht. Was? Ja, ist geil. So, ratet mal, wem es gar nicht gut geht so früh morgens und wer sowas von hinten auf dem Truck mitfährt. Also ich soll das Dilemma erklären. Daniel ist immer noch bei uns, leider. Wir sind jetzt... Wir sind irgendwie noch nicht losgeworden. Ja, Danger Daniel ist gerade hier hinten auf der Ladefläche erneut. Wir werden uns jetzt langsam auf den Weg machen und gucken, ob uns die Fähre mitnimmt. Das heißt, jetzt ist die Frage, ey, kommen die alle mit? Auf wie vielen Fähren fahren die? Hätten wir uns eigentlich auch mal erkundigen können. Vollbremsung. Daniel guckt auch so gefühlt extra gelangweilt. Ja, ja. So, oh, das hier diese 200 km/h, die schaden mir gar nicht. Kaufst du jetzt ein Frühstück, Moritz? Jawohl. Ich mach das unkompliziert, wie ein Thai, direkt von der Straße. Ja. So, also wir haben gerade herausgefunden, wir hätten halt die Fähre vorher buchen können. Was ja eigentlich auch Sinn ergibt, wenn man jetzt ehrlich ist, ne? Aber es sieht damit so aus, als ob wir jetzt gleich mitfahren können. Und dann wäre halt... alles richtig smooth gelaufen und dann sind wir gleich in Koh Samui. Ja, wenn die Fähre verpasst. Gucken wir mal, ob wir jetzt uns hierhin einen Kaffee bestellen wollen. Können. Wollt ihr einen Kaffee? Wollt ihr irgendwas? Nimi. Ups. No restaurant. Wie fühlt sich das an? Die Hoffnung und dann... Krass. So fühlen sich Leute in Deutschland also. Ohne Grab. Krass sinnloses Leben. In Deutschland gibt es sowas nicht, ne? So, guck, ihr könnt euch einkaufen lassen, all die Sachen, ihr könnt im Supermarkt alles einkaufen lassen, ihr könnt euch, egal wo man hin muss, wo ihr theoretisch hinfahren müsstet, könnt ihr euch quasi für so 2-3 Euro alles liefern lassen. Aber halt hier nicht, in Deutschland nicht. Hier ist Dreck. Hallo, hallo. Kaffee, wie mal, ich hab Kaffee! Ich check ja gar nichts. Ich bin schon über den Jordan. Ja, ich bin Ihr denkt auch, ihr könnt hier so eine Party machen hinten? Ja. Daniel hat... Ja. Daniel hat hier seinen Trend gestartet. Mach, ey, guck mal, wir legen einfach so einen kleinen Stein vorne rauf. Du hast so ein Seil zum Lenken. Ja. Und dann kommst du auch hier rauf. Ja, nice. Ey, aber sieht krass nice aus hier eigentlich, ne? Also wir waren so früh hier und wir sind aber trotzdem das vorletzte Auto. Hätten wir auch länger schlafen können, sage ich so, wie es ist. Wollen wir eine kleine Wette machen? Ich habe gesehen, du hast dort so eine schöne rote Soße dazu bekommen. Alter, Alter. So ein komplettes Glas davon. Nicht, während ich das hier esse, versuche ich nicht zu weinen. Alter, du siehst das hier eiskalt, wie rot da drauf ist. Das ist halt Chili. Und dann hat man die Eiskarte noch so, ey, das ist kaum essbar. Guck mal, und diese Soße, die sieht doch schmackhaft aus, meinst Digga. Du nicht? Okay, was krieg ich, wenn ich das esse? Ihr beiden küsst euch. Digga, nee. Alter, vergiss es. Oh, also, ihr beiden küsst euch. Hey, wenn Moritz später so telefoniert, Daniel, ja. Was muss ich dir geben, dass du nackt durchs Bett rennst? Und so Moritz so sagst, das war schön. Also du hast aber die Opportunitätskosten für dich schon mit einkalkuliert, oder? Ich trage alle Kosten. Für den Witz ist mir das wert. Von mir aus darfst du ein Handtuch tragen. Ist es dir 50 Euro wert? Boxershorts reicht eigentlich. Ein Boxershort und dann, aber du musst ihm so einen Kuss auf die Schulter geben. Nee, so. Nur auf die Schulter. Nee, guck sowas passiert dann nicht. Ey, an sich weiß ich nicht. Keine Ahnung, die ersten zwei Cocktails gehen auf dich, wenn wir dann im Beachclub sind. Ich bin drin. Also, wie schaut das jetzt aus? Wir haben unsere Fähre verpasst, oder wie? Ja, wir haben die Fähre verpasst.
Ja, das hätte keiner wissen können. Ja, also die haben uns halt gesagt, wir können um 11 fahren, aber turns out, dass es hier, dass das eher einfach so eine Schätzung war. Und dass es hier gar keine klaren Regeln gibt, sondern dass ihr fahrt und dass die dir ungefähr sagen, wann du kommst. Und das haben wir halt missverstanden. Deswegen sind wir jetzt halt immer noch hier. Deutsche im Ausland. Ja, genau so. Er hat 11 Uhr gesagt. Warte. Naja. Ja. Alarm. Hey, Moritz hat uns gewarnt, dass uns so schlecht wird. Der Hauptgrund, warum Daniel so die ganze Zeit hinten mitgefahren ist, ist halt so, weil ihm schlecht wird beim Fahren. Eine Minute auf dieser Fähre, wir sind noch nicht losgefahren und uns beiden ist schlecht. So, Moritz auch. Moritz hat gesagt, letztes Mal hat er gar nichts mehr gepeilt. Alter. Und hier sitzt Moritz. Do not open. Ah, hat gleich zugemacht, der. Wie jetzt? Der sitzt da noch da und guckt sich so einen Film an, oder was? Ey, wenn dem nicht schlecht wird, aber uns, ne? Ja. Darf ich hier wieder erwähnen, dass Daniel der nutzloseste Kameramann ist überhaupt, während wir hier unsere Mutprobe planen? Moritz muss nämlich eventuell da reinspringen und rüberschwimmen. So, also wir sind jetzt nah. Also Moritz, rein, was willst du haben? Lass mal jetzt hier gucken. Fünf schöne Frauen. Heute Nacht. Oder in den nächsten 2 oder 3 Tagen. Ich lasse euch Zeit. Okay. Die hätte ich dann schon gerne. Okay. Alle auf einmal. Okay, Deal. Aber warte mal. Das ist schon noch weit weg. Nein, das ist nicht weit weg. Guck, höchstens 4 Minuten. Ich will die 5 Frauen auch noch genießen können. Nicht im Himmel. Hier. Wenn du vorher kommst, ja, genau. Du kriegst 40. Ja, genau. Koh Samui, wir kommen! Wir sind da! Wie sieht jetzt die Regelung mit den Betten aus? Ich bin dafür eine Challenge. Eine Rangelei. Okay. Also unser Hauptproblem ist, wir sind halt krass zu früh. Wir haben halt so unseren Zeitplan halt so überhaupt nicht überdacht. Ne? Also so, wir haben gar nichts geplant. Und jetzt habe ich mal geschrieben, weil wir sind eigentlich so, dass wir jetzt erst in 3 Stunden in unsere Villa können und jetzt irgendwo umplanen müssen, was wir machen. Das heißt, wir hoffen jetzt, dass wir früher in das Airbnb können. Ansonsten stehen wir hier im Café. So, Jungs, guckt, ich habe mir Folgendes überlegt. Also. Und zwar, wir machen eine Challenge, okay? Also wir haben ja eine gute Zeit, gerade auch jetzt mit den Sachen. Das heißt, jeder von euch kriegt 10.000 Baht. Und ihr könnt die 10.000 Baht theoretisch, also ungefähr 300 Euro, so ausgeben, wie ihr möchtet. Und am Ende der die am besten ausgegeben hat. Ihr könnt sie auch sparen, der kriegt nochmal 10.000 Baht. Das heißt, ihr könnt das Geld quasi verdoppeln. Okay? Dein Ernst ist? Ja. Was? Warte. Und du beurteilst dann... Nee, ich nicht, ich wie Kommentare. Ihr habt das Geld und wir machen dann klar, was ihr damit habt. Ihr könnt euch theoretisch zum Beispiel irgendwas kaufen, um den anderen zu ärgern. Ihr könnt theoretisch das Geld sparen, das ist halt euer Geld. Okay. Aber es ist halt auch so, dass es einen Gewinner gibt. Okay. So, das heißt, ihr das nicht. Geil. Ja. Geil. Aber ich habe so viele Ideen, du wirst so verlieren. So. Und der Gewinner kriegt dann nochmal... Ey, können wir aber bitte nur als Einschränkung festhalten, dass er keine... Tiere damit kaufen darf. Nee, das wäre eine richtig geile Idee. Es gibt überhaupt gar keine Regeln. Es gibt keine Regeln, Daniel. Ach, Gott. Das ist das Real Life hier. Das Geld macht alles möglich. Genau. Also, während wir hier sind auf Koh Samui. Okay. Du kannst zum Beispiel dich auch 3 Tage vorbereiten, um dann alles in einen Versuch zu setzen. The big final, ja, sozusagen. Genau. Und es kann halt wirklich alles. Ihr könnt euch was Positives kaufen oder irgendwas Negatives für den anderen. Oder also, ihr könnt irgendwas ganz Krasses machen. Ihr könntet das Geld spenden. Keine Ahnung. So, es gibt gar keine Regeln. Es gibt einfach nur, am Ende entscheiden die Leute, wer kriegt mehr Geld. Bis eben gerade war alles Kooperation, weißt du? Jetzt ist es auf einmal so eine Competition. Nein, es könnte auch eine Kooperation sein, wenn du glaubst, dass unsere Community halt krass schwul ist. So befürwortet. 80 Meter. Also ich kooperiere nicht mit dir. Das kann ich jetzt schon sagen.
Wir sind hier Feinde. Nee, kennst du das nicht bei Counter-Strike auch so, wenn du den Leuten sagst, so, ja, wir kooperieren und dann so Headshot? Von hinten? Unauffällig fallen. Ja, Daniel, lass die Leute nicht merken, dass du unter Drogen bist. Wie soll ich das denn machen? Guck, du musst mit ihm am besten über irgendwas Natürliches reden. Sowas wie, keine Ahnung, deine Mutter. Du musst ihm erzählen, dass alles, was du jetzt gerade erzählst, vollkommen normal ist. Ich bin immer so. Guck mal, Villa Velo, ja, das ist auch unsere. Digga, was ist das hier für ein Winkel? Ist so. Die Straße hätte in Deutschland niemals so gebaut werden dürfen. Vor allem, welche? Villa Velo, welche? Da links, da. Ja? Boah, Alter, fuck it, ich hab Angst, Alter. Alter, willst du mich verarschen? Was ist hier los? Oh, das ist eine Automatik, also alles gut. Ey, ich hab Angst, dass wir halt vorne überkippen. Das ist halt wirklich krank. Also einfach zurück. Alter, ich schwöre dir. Ja, ich trau mich das kaum. Haben wir hinten Platz? Boah, Alter, 5 cm oder so vielleicht. Ja, vielleicht 20 cm. Daniel, deine 20 cm, den trau ich. Boah, Alter, Junge. Wow. Werden wir hier entgegengenommen? Hoffentlich. Wow, Alter. Wir haben jetzt hier das Bull. Wir haben jetzt schon Kokosnüsse. Das haben wir den Tag gebracht. Nice. Nein, ne? Wir haben hier eine Leinwand. Ah, das war das mit dem Kino, ne? Hat schon Deutsch gesagt? Hier, oh, schon Deutsch, ja. Hi, Robert. Hallo. Ich auch. Wo bist du? Darius. Darius? Darius. Darius, hi. Hallo. Moin, Daniel. Daniel. Okay, ja, willkommen. Vielen Dank. Ja, okay. Können wir Check-in und so weiter auf Deutsch machen. Kennt ihr euch auf Samui ein bisschen aus? Gar nicht. Noch nicht hier gewesen? Aber ja, klar, Samui ist ja die Kokosnuss. Ja. Ja, guckt, dann nehmt ihr das hier oben beide, habt ihr einen schönen Ausblick und ich muss mich nicht rumärgern, dass ihr zu laut seid, wenn hier laut masturbiert wird abends. Das ist alles klar. So, jetzt sind wir ein klein wenig im Zeitstress, ich habe gerade das Skript fertig geschrieben. Jetzt werde ich versuchen, das so schnell wie möglich aufzunehmen. Ich bin noch nicht ganz sicher in meinem aufgeschriebenen Skript. Ich habe jetzt, wie viel, kann man es hier sehen, 13 Seiten. Aber jetzt versuchen wir, während es noch hell ist hier, dass wir das bestmögliche Video machen und ihr werdet das dann gleich hier eingeblendet sehen. Dann starten wir. Soll ich es einmal üben vorher? Ihr seht jetzt die ungeschnittene Version. Die nächste Sache, die eindeutig eskalieren kann, ist, wenn man sich entscheidet, im Mittleren Osten den Suezkanal zu schließen. Alter, die haben eiskalt jetzt angefangen, diesen scheiß Dings zu machen, ne? Anscheinend einfach so, die hauen irgendwo gegen eine Trommel. So eiskalt. Die wollen hier, der macht das Video, den zerstöre ich dafür. Ja, ne? Einfach, die machen einfach so einen Bagger. Ich habe krass viele Gedanken. Ich hoffe, es wird nicht zu wirr. Falls es wirr wird, liegt das am Schneiden von Daniel. Er schneidet immer die guten Sachen raus.